Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Funke des Lebens, Azurblaues Gebirge, anzunehmen bei Genu, in Feldwaken, an dieser Position. Eingang zu diesem Gebäude ist hier, könnt ihr einfach reinlaufen. Nehme die Quest gleich mal an. Was wir jetzt als erstes machen müssen, ist zumindest vor dem Patch 10.0.5 uns nach Sturmwind begeben. Denn da müssen wir etwas machen, bevor wir loslegen können. So, hier ist schon mal das Portal. Wie schon erwähnt, ab 10.0.5 dürfte das auch in Feldwaken machbar sein, und zwar den Kriegsmodus zu aktivieren. Wir müssen jetzt in den Kriegsmodus. Spezialisierung und Talente. Hier diesen Kreis, kleiner Kreis, klick. Kriegsmodus aktiviert. Und jetzt können wir erst diese Lebensfunken im Azurblauen Gebirge sammeln. Aber wie? Nun ja, ich werde ins Azurblaue Gebirge fliegen. Den Flug werde ich nicht aufzeichnen, werde was vorbereiten und werde mich dann wieder bei euch melden mit weiteren Infos, wo es die gibt, wie es die gibt, etc. Also, nicht wegschalten. Bis gleich. Da bin ich wieder. Wie angekündigt, bin ich immer zur Blauen Gebirge bei einer Weltquest. Habt ihr schon ein bisschen vorbereitet? Und jetzt achtet mal auf den Chat. Weltquest abgeschlossen und zack, Lebensfunke. 10 von 100. Nun werde ich zu einer anderen Weltquest schauen. Mal schauen, ob es die da auch gibt. Nochmal, bis gleich. Da bin ich auch schon bei der nächsten Weltquest. Ist so eine Kletterquest und Sachen einsammeln. Natürlich auch immer zur Blauen Gebirge. Und wichtig, immer mit beaktiviertem Kriegsmodus. Wenn ihr diese Quest machen wollt, also Funke des Lebens, Azurblaues Gebirge. Achtung, nächste Weltquest schließt gleich ab. Zack, und wieder Lebensfunke mal 10. Logischerweise würden diese zwei Weltquests auch Lebensfunken geben, aber leider komme ich damit nur auf 40 Lebensfunken. Also, wie sammelt man weiter diese? Entweder Samstagabend ist, soweit ich weiß, Weltquest Reset. Dann spawnen neue Weltquests, könnt ihr da weiter sammeln. Das wird aber auch nicht, glaube ich, komplett genügen. Was auf jeden Fall noch zu empfehlen ist, ist die wilde Jagd. Wenn die wilde Jagd immer zur Blauen Gebirge ist, also große Jagden machen, gibt auch gut Lebensfunken, ich glaube sogar 15. Und logisch, Selbsterklärung, wir haben ja ein Berufen an. Also Kriegsmodus. Gegnerische Spieler töten gibt auch noch diese Lebensfunken. Ob das Festmahl auch welche gibt, kann ich jetzt nicht zu 100% sagen. Was ich sagen kann, dass in manchen Schatztruhen auch solche Lebensfunken drin sind. Ich werde jetzt weiter sammeln und mich dann wieder bei euch melden, wenn ich die 100 Lebensfunken zusammen habe, damit ihr seht, wie es weitergeht. Nicht wegschalten, bis gleich. Da befinde ich mich schon in Paldraken. Ich habe die Quest abgeschlossen. Sieht man hier im Chat, normale Weltquest, 10 Lebensfunken. Hier habe ich eine PvP-Weltquest erledigt, 25 Lebensfunken. Habe durch Spielertötungen auch einzelne Lebensfunken bekommen. Natürlich ganz oft gestorben, kein PvP-Spieler. Und was ihr als Nicht-PvP-Spieler machen solltest, ist jetzt den Kriegsmodus zu deaktivieren. Also, vor 10.0.5 Patch nach Sturmwind und hier diese hinaus. Beziehungsweise, das funktioniert beim Aktivieren sogar in jedem Ruhegebiet. Hatte ich kurz vergessen. Sorry. Und jetzt sage ich euch natürlich noch, wo man die Quest abgibt. Quest ist abzugeben bei Feldmeister Blutwart.
in Faldraken, an dieser Position. Eingang war ja hier. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!